Überraschung für Maria. Maria war eine junge Frau und sie war mit Josef verlobt. Zusammen lebten sie in Nazareth. Eines Tages schickte Gott einen Engel zu ihr. Und als Maria den Engel sah, erschrak sie sich. Doch sagte der Engel ganz gelassen und freundlich zu ihr: Beruhige dich. Gott liebt dich wie sein Kind. Und er hat dich auserwählt, um etwas Großes zu erleben. Maria, du wirst schwanger werden und den Sohn Gottes zur Welt bringen. Und er wird den Namen Jesus tragen. Jesus ist Gottes Sohn und ist heilig. Maria war verwundert. Sie war weder verheiratet noch schwanger und sie war noch Jungfrau. Mit wem sollte sie ein Kind bekommen? Doch der Engel erzählte Maria, dass doch Gott der Vater sei. Und Maria erklärte sich zur Schwangerschaft bereit. Was hat dich das letzte Mal überrascht? War es eine gute oder schlechte Überraschung? Kilometer nach Bethlehem. Einige Zeit nach Marias Begegnung mit dem Engel befahl Kaiser Augustus, alle Bürger zählen zu lassen. Dazu musste jeder Mann mit seiner Frau oder Verlobten in die Stadt reisen, in der der Mann geboren worden war. Als Maria und Josef dies erfuhren, machten sie sich auf den Weg nach Bethlehem. Doch Maria war bereits hochschwanger und jederzeit konnte das Kind kommen. Wie sollten sie nur diesen beschwerlichen Weg zu Fuß schaffen? Beim Reisen geht meistens nicht alles glatt. Hast du das auch schon mal erlebt und hattest zum Beispiel eine Panne? Kein Platz. Wer hilft? Nachdem Maria und Josef nun endlich in Bethlehem angekommen waren, erkannten sie ihr nächstes Problem. Nun brauchten sie ein Zimmer, damit sie sich ausruhen konnten. Zudem bemerkte Maria, dass das Baby bald kommen würde. An vielen Häusern fragten sie nach einer Unterkunft. Nur Absagen. Es schien hoffnungslos. Doch als sie schon fast alle Hoffnung aufgegeben hatten, bot ihnen jemand seinen Stall an. Und Maria und Josef waren überglücklich über diese Herberge. Worum willst du Gott bitten? Welche Lasten, die du mitschleppst, würdest du gerne loswerden? Wofür kannst du Gott danken? Jesus wird geboren. Und dann geschah es. Maria bekam endlich ihren Sohn. Der Heiland war geboren, der Retter. Und wie es Gott befohlen hatte, erhielt das Kind den Namen Jesus. Es war die heilige Nacht, wie wir sie heute nennen. Große Freude! Ganz in der Nähe von Bethlehem bewachten Hirten ihre Herde Schafe, als es plötzlich extrem hell wurde. Die Hirten gerieten in Panik, weil sie nicht wussten, was das zu bedeuten hatte. Es stand ein Engel dort, der sie beruhigte. Fürchtet euch nicht. Ich bringe euch eine wunderbare Nachricht. Eine große Freude. Der Heiland ist heute geboren, sagte er. Und ihr erkennt ihn daran, dass er in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Die neugierigen Hirten liefen sofort zum Stall, weil sie das Kind sehen wollten. Als sie Jesus dort erblickten, fielen sie auf die Knie und beteten ihn an. Schließlich war und ist er der Retter. Geboren, den Gott zum Heiland euch hat erbeten.
Hallo ihr Lieben, Weihnachten 2020 und es ist sicher ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Doch der Inhalt ist immer noch derselbe, dass wir feiern, dass Jesus geboren wurde. Was bedeutet die Geburt Jesu für mich persönlich? Das will ich dir ganz kurz erzählen. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Ein Bild von Lena und mir, wie wir geheiratet haben. Ein Hochzeitsbild. Und wenn du meine Frau, wenn du Lena nicht kennst, dann könnte ich dir ganz viel über sie erzählen. Ich könnte dir erzählen, wie wunderbar sie ist, was sie alles gerne macht, wie schön sie ist und so weiter. Vielleicht sagst du am Ende dann, wow, das ist wirklich eine tolle Frau, die du da hast. Aber ich sage dir, es ist nochmal was ganz anderes, als wenn du sie wirklich persönlich kennenlernen würdest. Wenn du sehen würdest, selbst erleben würdest, was sie alles gerne macht, wie sie so ist und so weiter. Das ist eine ganz andere Erfahrung. Und das ist eine ganz tiefere Erfahrung als das, was ich dir alles erzählen könnte über sie. Und das ist ein bisschen das Geheimnis, was ich an Weihnachten so feiere. Dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Gott selbst hat seine Herrlichkeit verlassen, um dir und mir zu begegnen. Wir können, wenn wir Jesus anschauen, so sagt die Bibel, dann sehen wir, wie der Vater ist. Und das ist eine Botschaft, die wirklich alles verändert, egal wie gerade die Umstände auch sind. Ich möchte dich segnen zum Schluss, dass diese Botschaft der Hoffnung und der Liebe, dass Gott selbst seine Herrlichkeit verlassen hat, um dir und mir zu begegnen, dass die in unseren Herzen neu Platz findet, dass jeder von uns in diesem Weihnachtsfest, egal wie die Umstände sind, egal wie es uns vielleicht geht oder wo wir sind oder mit wie vielen Menschen wir dieses Weihnachtsfest verbringen, dass diese Botschaft wirklich in unseren Herzen neu Platz findet, wir Frieden bekommen und diese Hoffnung natürlich auch weitergeben können. Es ist eine Botschaft, die alles verändert. Es ist ein Fest, was einfach so viel Inhalt hat. Und egal wie die Umstände sind, das können wir feiern. Und das wünsche ich dir und jedem Einzelnen, dass neu Frieden in unserem Herzen ankommt. Wir erfüllt werden von dieser Liebe, die Liebe Gottes. Und wir einfach, ja, Gott und Jesus nochmal ganz neu kennenlernen können. Wir haben nicht nur ein Bild von ihm, sondern wir können ihm wirklich begegnen. Das ist das, was ich dir und mir wünsche an diesem Weihnachtsfest. Amen.